Leute, willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute ist Sonntag, der 9. Januar, es ist 14.25 Uhr und wir befinden uns hier im Kreis Niedersachsen, um genau zu sein in Lecherde. Und heute werde ich zwei Anlagen aufnehmen, einmal diese Anlage hier und etwas weiter zu meiner Linken noch eine andere, die bekommt ihr aber später zu sehen. Und ja, die Anlage hier ist etwas besonders, weil das ist ein Typ von BUE 72. Gibt es auch nicht mehr so oft in Deutschland. Und das war jetzt hier der nächste, der dran. Also, das war hier der nächste, an den ich drankommen könnte. Und habe ich natürlich heute gemacht. Und ja, schöne Vollschrankenanlage mit zwei Fußgängerschranken. Warnakustik ist nicht vorhanden. Streckenabschnitt würde ich erstmal Münster-Emden behaupten. Aber laut Google soll das hier in Norddeich Rheine sein, was ich glaube ich nicht so bezeugen kann, aber ich denke schon. Also ja, stimmt, doch ist ja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist die Sonne auf jeden Fall gerade echt scheiße zu uns. Das erfreut mich nicht so. Also tut mir auf jeden Fall bezüglich dessen nochmal leid, dass die Sonne jetzt genau hier in die Kamera scheinen muss. Deshalb werde ich ein bisschen nach vorne gehen und hier. Ich hoffe, das ist jetzt besser so für euch. Und ja, heute an diesem Sonntag werde ich zwei Anlagen aufnehmen. Einmal diese hier, wie ihr hier seht. Und die andere etwas weiter links, direkt am Bahnhof. Die kommt auf jeden Fall auch noch, aber nicht so schnell, weil die sich noch einreihen muss. Ich bin auch in Überlegung, ob ich jetzt samstags und mittwochs hochlade. Und ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das wollt oder nicht. Auf jeden Fall, hier fahren halt Güterzüge entlang. Nahverkehr, soweit ich weiß, nur Intercity. Also die halt nach Emden müssen. Und vom Nahverkehr hier RE15, Emstetten, von über Emstetten Rheine und so, von Münster nach Emden Außenhafen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei diesen Aufnahmen. Und der RE7 fährt auch übrigens hier lang, aber glaube ich durch. Von eigentlich Krefeld, aber bis jetzt fährt er nur nach Schwerte, meine ich, wegen Brückenarbeiten. Und ja, ansonsten startet er in Rheine. Und von Rheine geht es dann halt für den, wie gesagt, nach Krefeld. Und diesen Zug benutze ich auch in den meisten Fällen, wenn ich ihn kriege, um nach Hamm zu kommen, weil es dauert nicht so lange von Münster nach Hamm mit dem RE7. Ja, auf der Strecke ist auf jeden Fall was los. Drei Gleise sichert diese Anlage. Und da geht's auch an. Aber die Sonne, die nervt mich jetzt schon hier ein bisschen. Wir werden einmal das ein bisschen heller machen für euch. Und so. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß bei diesen Aufnahmen und viele Grüße aus Lecherde. Die weiteren Clips folgen nach dem Intro.
So. Also Zwischenfazit von mir, die Anlage halt wie gesagt erste BOS 72, die ich jemals gesehen habe. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind hier auch früher noch ein paar Gleise mehr durchgelaufen, wie man das da unten erkennen kann. Und ja, hier ist auch noch gut zu sehen die ganze Altbautechnik. Und Schrankenmotoren sind von Scheid und Bachmann, habe ich gerade noch gesehen. Muss ich gucken, dass ich hier schnell rüberkomme, bevor die nämlich wieder angehen, weil ich mich jetzt dahin stelle, um das nochmal gut drauf zu kriegen, das Lichtzeichen. Und ja. So. Ich warte hier schon seit 10 Minuten, nichts kommt. Ich hoffe mal, dass jetzt gleich was kommt. Auf jeden Fall, wenn eins kommt, dann auf jeden Fall ein bisschen Sturm, also Regen oder so. Ich bleib trotzdem hier noch stehen, Kapuze habe ich auf. Wenn das schon tief nass wird, ist schon nicht cool, aber kann man nichts dran ändern. Nach der Aufnahme hier habe ich noch eine weiter auf der anderen Seite zu machen und dann bin ich auch durch mit der Anlage. Dann laufe ich direkt zu der nächsten, die auf meiner linken Seite ist, also zu meiner linken ist. Und wenn ich die auch aufgenommen habe, gucke ich, ob ich innen noch Zeit halt habe, um dann in die Innenstadt zu gehen. Wenn nicht, dann warte ich einfach direkt auf meinen Zug, auf meinen nächsten. Und dann würde ich mich jetzt schon mal auch verabschieden, Tatsache. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video, ne? Ciao, ciao. Machen aber noch ein bisschen heller hier. So Leute, letzte Pose, wir haben es 15.18 Uhr. Ich brauche 2 Stunden, wie gesagt, von hier aus nach Münster. Also mit der Zeit in Anlage, die werde ich auf jeden Fall hinkriegen, hoffe ich mal. Aber danach geht es auch für mich nicht mehr in die Innenstadt, weil ich noch eigentlich in der Innenstadt mal gucken wollte, was es da so gibt und was nicht. Hat auch gerade ein bisschen angefangen zu regnen. Ein Regenbogen hat sich auch gezeigt, der relativ schön war, aber jetzt ist er weg. Habe ich aber zu spät gemerkt.
Und ja, dann genießen wir jetzt noch diese letzte Aufnahme hier und dann bis zum nächsten Mal. Habe ich schon auf der anderen Pose gesagt, aber doppelt hält besser, ne? Leute, es ist doch nochmal aufgekommen, dass hier noch ein Zug kommt. Also werde ich für diesen Part das auch mal noch für euch mitnehmen. Leider ohne Stativ. Tut mir leid. Aber ich habe das jetzt abgebaut und das ist auch schon bei mir in der Hand. Und ja. Ich habe mir auch Tatsache kurz überlegt, dass ich, ob ich da einfach stehen bleiben soll, weil noch was kommt. Aber nee, ich mache das jetzt so. Ich nehme den einen noch mit. Wir haben es ja gerade mal 10 vor. Und dann muss ich schnell rüber, weil um 10 nach, da kommt meiner, mit dem ich nach Münster fahre. So, damit ich auch sehe, wo ich hinfilme. Mal gucken, ob er jetzt von dort aus kommt oder von dort aus.
Weil ich wusste, dass ich weiß bis heute nicht, aus welcher Richtung der kommt, weil ich heute nicht sehen kann. Wer hätte gedacht, ne? Ja, mal gucken, ob ich jetzt noch einen Güterzug hier drauf kriege oder ähnliches. Also ich würde nicht nein sagen. Bitte. So, das soll jetzt auch der letzte Clip von diesem BÜ gewesen sein. Danke fürs Einschalten. Und ja, jetzt muss ich halt nur noch in diese Richtung hier. Ich zeige es euch mal. In diese Richtung einfach bis zur nächsten Kreuzung und dann rechts über einen anderen Bahnübergang, den ich aufnehmen wollte, aber es heute nicht mehr aus zeitlichen Gründen schaffe. Und dann auf nach Münster. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Video.